von Ulf. Sag mal, dass ich Dings bin, ne? Live. So, Freunde, viele Leute gehen ja live und halten Ansagen und reden. Polizei soll sich involviert haben. Ansagen wurden gemacht. Es soll ja Schlägereien gegeben haben, was nicht alles erzählt wurde. Flair ist ein Rassist, wurde erzählt. Für mich ist es so ein kleines Déjà-vu. Mein erstes Album damals, 2004, da waren die meisten von euch noch gar nicht auf der Welt. Viele junge, neue Fans sind dazugekommen. 2004 hieß mein erstes Debütalbum bei Agro Berlin, Neue Deutsche Welle. So, wie alt war ich da? Keine Ahnung, kein Bock jetzt zu rechnen. So, ich war noch sehr jung. Und damals, wie gesagt, kamen auch schon diese Vorwürfe, obwohl wir viele schwarze Brüder mit dem Neue Deutsche Welle Video drin hatten, viele arabische, türkische Brüder mit in den Videos hatten. Ich wollte damals schon zeigen, dass ich sozusagen als Deutscher unter Ausländern mich behaupten kann, dass ich in dieser Hip-Hop-Szene mich behaupten kann. Und es war mir schon immer wichtig, mich als Deutscher so zu positionieren, dass ich in der Welt, in der Berliner Welt sozusagen mit meinem Multikulti-Background mich behaupten kann. Ich hätte mich auch damals schon als kleiner Junge, hätte ich mich schon rausziehen können, hätte irgendwas lernen können, hätte da in sozialen Schichten stattfinden können, wo man als Deutscher wahrscheinlich ein bisschen mehr Ruhe hat. Aber mir war schon immer wichtig, Freunde, mir war schon immer wichtig, mich da zu behaupten, wo meine ausländischen Freunde mir Anerkennung geben. So war das schon immer. Ich bin, muss ich weit ausholen. Ich bin in Lichterfelde geboren. Ich bin dann später ins Heim gekommen. Dann war ich mal in Spandau. Dann hatte ich meine erste Wohnung in Friedenau, in Schöneberg. Ich bin durch ganz Berlin, in ganz Berlin habe ich mich aufgehalten. Und egal, in welchem Bezirk ich mich aufgehalten habe, es war immer wichtig, es war schon immer klar, dass viele Bezirke sozusagen Multikulti waren und es war nicht so wie heute, dass du, keine Ahnung, ich will damit sagen, damals war dieses Thema noch ein größeres Thema als heute. Und damals, wo ich in Lichterfelde aufgewachsen bin, ja, waren alle meine Freunde Ausländer. 90% sind sie immer noch. So. Und wie oft musste schon diese Diskussion führen, weil wir heutzutage haben wir eine komplett neue Welt, ja. Wir leben im Internetzeitalter und Leute müssen dich nicht mehr kennen. Ja, früher war es wirklich so, dass deine Taten, dein Leben, deine Art, wie du mit welchen Leuten du verkehrt hast, das hat schon alles von alleine erklärt, ja. Und heutzutage im Internetzeitalter muss halt nur jemand irgendwie eine Line rappen, so wie ich, die dann auch taktlos war, die man auch falsch verstehen kann, die auch nicht feinfühlig war. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die tut mir nicht nur leid, sondern die muss auch nicht sein. Weil es gibt auf jeden Fall viele Leute da draußen, die kennen mich nicht. Die kennen nicht die Hip-Hop-Welt oder selbst wenn sie die Hip-Hop-Welt kennen, die kennen mich nicht. Und dann könnte man auf jeden Fall vermuten, dass der Flair vielleicht rechts ist oder dass der Flair vielleicht den Jalil unterdrücken möchte oder den Jalil wegen seiner Hautfarbe angreifen möchte. Aber jetzt sage ich euch mal, was das große Problem bei dieser ganzen Diskussion ist. Wenn ein Fremder kommt, und wie gesagt, wir werden gleich Namen nennen, wer mich alles kennt und wer mich nicht kennt. Wenn ein Fremder kommt und diese Vermutung äußert, ich schwör's dir, es ist 100% gerecht, es ist 100% begründet. Und ich stelle mich, und ich würde mich jeder Diskussion stellen, ich würde mich jedem Kampf stellen, ich würde mich jeder Sache stellen, ja. So, weil dann ist es, mit einem gesunden Menschenverstand kann man es nachvollziehen. So. Aber jetzt sage ich euch mal, was sozusagen die heuchlerische Sache bei diesem ganzen Thema ist von gewissen Leuten im Internet. Jeder von diesen Leuten, der das jetzt behauptet,
kennt mich persönlich, hat mit mir gegessen, hat mit mir gechillt, hat mit mir Musik gemacht und stellt sich dann, komischerweise stellen sich alle blöd, rufen nicht an und benutzen diesen Ride, benutzen diese Wave, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich bin jetzt hier auf Platz 1 mit Album und alles ist gut. Ich habe Geburtstag, wir chillen. Ich bin gerade an der Spitze. Ich könnte auch gerade sagen, ich könnte gerade arrogant sein, könnte von oben herunter, ich könnte diesen Film fahren, ihr wisst doch diesen. Ich bin der Star und ich muss nicht auf alles reagieren und wer ist überhaupt Jalil und wer ist der Rapper und wer ist der Rapper, ja, was soll das und so. Aber mache ich nicht, weil mir ist eine Sache wichtig. Und das habe ich auch in dem TV-Straßen-Interview versucht zu erklären, aber ich glaube, viele haben es immer noch nicht verstanden. Ich bin jemand, ich stehe 100% zu meiner Art, wie ich bin. Das bedeutet, wenn ich ein Problem hätte mit dem und der Hautfarbe, dann würde ich es unmissverständlich sagen. Weil wir sind Rapper. Alles, was wir sagen, ist unmissverständlich. So. Und dass dann Leute kommen und Lines nehmen, die mich kennen. Ja. Das enttäuscht mich sehr. Weil auch wenn ich viele Leute enttäuscht habe mit meiner Line, und auch wenn das wahrscheinlich nicht, was heißt wahrscheinlich, auch wenn das nicht angebracht war und auch wenn das nicht cool war, was eine viel größere Schande ist, ja, ist, dass Leute das instrumentalisieren, ja, um sich sozusagen Fame zu verschaffen, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen und die Moralapostel spielen. Das bedeutet nochmal, der Jalil wird von mir weiter gedisst. So, ich werde den Mood-Song neu machen und er wird die besten Lines abbekommen, die ich ihm geben kann. Und auch viele andere Leute werden auf dem neuen Mood-Song gedisst. Aber auf keinen Fall werde ich weiter sozusagen diese Lines stehen lassen und werde weiter sozusagen werde den Leuten dieses Futter geben. Und wisst ihr, was das Geile dabei ist zum Thema Jalil? Viele denken ja, ich habe Jalil gesigned, ich kenne Jalil seit 3 Jahren, ich kenne Jalil vielleicht seit 5 Jahren. Wisst ihr, seit wann ich Jalil kenne? Seit wann Jalil mich kennt? Seitdem ich 7 Jahre alt bin. Versteht ihr das? Seitdem wir kleine Kackjungs waren. Ich war 12, er war 7, so rum. Er war, der ist mir mit seinem, heute ist der so ein Riese, damals ist der mir bis zu den Knien gegangen. Ich habe richtig gerechnet, er war 12, ich war 12, er war 7. Seitdem er 7 Jahre alt ist. So. Und dann müsst ihr euch mal fragen, Alter, mit welchem Hintergrund Leute kommen und sagen, ja, Flair, ich rege mich jetzt darüber auf, weil du hast vielleicht, man könnte das so verstehen, dass du die Schwarzen angegriffen hast oder die Türken angegriffen hast oder irgendeine Gruppierung angegriffen hast. So. Und wenn ihr die Hintergründe wüsstet, wer diese Leute fernsteuert, dann sage ich euch, die meisten Leute, die gerade im Internet daraus so ein Thema machen, machen das nicht, weil ein schwarzer Bruder denen es gesagt hat. Sondern es geht dann nur darum, dass Leute schon seit mindestens 6, 7 Jahren von mir was wollen, mich erpressen wollen, Druck ausüben wollen. Und die spielen jede Karte. Ja? Und ich sage nochmal, wenn jemand alleine die Eier hat, er kann doch kommen. Aber es kommt keiner alleine. Ja? Leute brauchen 5 andere Männer, dass sie in den Live-Chat gehen. Was ist das? Machen Ansagen zu 5, zu 10. Wo ich mir so denke, krass, du kennst mich doch. Wenn es dir wirklich persönlich so wichtig ist, dann ruf mich an und dann klären wir das. Aber nein, ich werde geblockt am Telefon. Ja. Und damit wir mal zum Abschluss kommen, nochmal. Ihr wisst, wer ich bin, ihr wisst, wo ich aufgewachsen bin, ihr wisst, wie straße ich bin, ihr wisst, wer meine Brüder sind. Ja. Ihr wisst, was mich ausmacht als Flair. So als Stefan in einem Hassan-Körper. Hassan in einem Stefan-Körper. Ich bin ein Hassan in einem Stefan-Körper. Bushido ist ein Stefan in einem Hassan-Körper, wie haben wir gesagt. So. Und noch zum Abschluss zum Thema Polizei. Weil Leute gerne mir jetzt andichten würden, ich müsste mit der Polizei reden. Warum auch immer. Geht auf Memo Rap Check. Der Homeboy hat gerade
was Nettes veröffentlicht. Hört euch das an und dann habt ihr mal ein paar Hintergrundinfos. Darum, es gibt kein Fame für euch, kein Cloud Chasing, es gibt kein Schutzgeld und es gibt keine Aussage. So, geht auf Memo Rap Check, dann habt ihr ein paar Insider-Infos. Und ansonsten.